Gudrun, wir haben just gehört, dass du in Theaterschul für junge Lü, für junge Spielers gründet hast. Und da habt wohl viel, heil junge Lü mitmacht. Wo hast du das hinkriegen, die jungen Lü ranzutreten? Also in Neuburg wäre das so, ich bin im Vorstand und wir haben da zusammen natürlich gegründet. Und das wäre so, dass wir erstmal ja, Kinder unter eigenen Ring haben und dass wir dann Anzeigen abgeben. Dass wir am Anfang bei den Stur und dann Leute haben wir das so, dass wir jedes Jahr so 25 bedarte junge Lü haben. Ne, dat, du musst einen Anfang machen und dann läuft das auch wieder. Aber ich würde das gerne nochmal eben anschnacken hier. Ich bin groß geworden ohne Plattdütsch, mein Lü hab das mocht, aber ich dürfe nicht Plattdütsch schnacken. Und das ist mir nochmal wichtig, das ist eine andere Geschichte. Du hast sechs junge Dirn, danke, ist nicht ganz so. Aber das wird ein Tiet, wo man dann sagt, hat, ne, schnack nicht platt, sprich Hochdeutsch wegen der Schule. Und das ist dann auch so ein Weg, den ich gorn will mit dieser Sprache. Mhm. Ja. Wo ist das denn mit den Egenkindern? Spielt ihr Theater, schnackt ihr platt? Beide Kinder hat in Neuburg Theater spielt mit mir Söhnen zusammen, mit meinem Vater zusammen, drei Generationen, das wäre Mui. Pladic schnackt sie überhaupt nicht. In der Zeit, als die Kinder lütschelt werden, haben die ganz viel Sorgen und da wird das irgendwie nicht dran. Und das hängt dann noch mit dazu, dass ich dann immer nicht so ganz säker bin, ob das denn auch richtig ist und dazu vermitteln. Und darum hätte ich das leider nicht mag mit den Kindern platt schnacken. Und ihr könnt auch kein Platt? Wir können kein Platt nicht. Oh, das ist ja mal schön. Wie sind die jetzt? Meine Tochter ist 23 und mein Sohn ist 21. Ja, können Sie nur lernen. Ja, die sind jetzt in die Welt verdeelt. Ja, das ist, ne? Dat ja. Sind du bist ja viel unterwegs, auch an wegen N. Wo kriegst du das denn hin? Familie, Profession und Plattdütsch, Theater so unter einen Hut zu bringen? Als die Kinder lütschet werden, ich bin dann vormittags unterwegs, habe dann Besprechungen gemacht. Ich bin abends weg, wenn der will mein Kädel da. Ich habe einen Kädel, der das sehr unterstützend hat. Und von daher geht das ganz gut. Da hast du ja Glück gehabt, ne? Das ist ja nicht hey, immer so, ne? Hey, sag, wenn ich zufrieden bin, ist ja auch zufrieden. Oh, gut, gut. Ich will mir gar nicht einen Hus haben, glücklich. Das soll sich manchmal nicht ein anhören. Weißt du, Ol, was du kommen, jo in Dankers Bild wird? Tokom, jo, wat in Dangas mit Sägerheit kein Freilichttheater geben. Oh. Nee, das kann nicht. Du brauchst ja einen Förlup-Tiet von 2 Jahren. 2 Jahren. So, wir haben nun gerade abhört und 2 Jahre bringt das Tiet und die Verein Gaudium Frieser, die müssen sich das überlegen, ob ich das nochmal morgen will, ob das denn in Dangas wählen kann. Das sind alles Fragen, die wird man klären. Mit Sägerheit nicht im nächsten Jahr. Nächstes Jahr. Aber in 2 Jahren, vielleicht. Ist auch noch gar nicht froh. Oh. Also 2 Jahre. Wäre das nicht Gold letztes Jahr? Wäre nicht. Doch, aber du musst ja die Vorbereitung haben. Da muss ein Stück schreiben werden, damit die Lü verpflegt werden und 2 Jahre Zeit brügt man dafür. Also Dangas ist ja auch noch mal was anderes als Neuburg oder Lohne, ne? Friedrich, Wienedor. Du musst ja eins neu erfinden. Also das ist wirklich 2 Jahre, das mit die Zeit musst du haben. Ein Jahr ist doch knapp. Heiko, willst du noch was weg? Ja, beiden war. Ich weiß nicht, wie ich da. Das ist so. In Dangas und am Tau, da haben wir nun das große Stück, all 2 Jahre, all 5 Jahre oder was. Und wir haben immer Stücke, die kommen aus unserer Heimat, Edo Wimiken oder die Deich oder was da so heißt. Ja. Und da spielt ja Uselü von den Niederdeutschen Bühnen spielt und die heute ganz Friesland zusammen. Mhm. Und all was der Tau hört, ich erinnere mich daran, da kam mal so ein Wagen daher, so ein Kutschfort mit 4 Pär verweigt, so aus Frieske Pär, hat mir am besten gefallen. Wunderbar wäre das. Und nun möchte ich die Frage, für wen spielt ihr das da eigentlich? Ihr holt ja auch viele Toschauers, Tokikers von Nordrhein-Westfalen ab. Ja. Für wen spielt ihr das? Also so eine Produktion als in Dangas, da müsst du das erstens auf Hochdeutsch machen, das kannst du nicht auf platt losmachen, also ein Bandplatt, wo da bin ist, ja. Wie spielt das? So mit Strippen, so was? Bitte? Wie macht ihr denn platt mit Strippen drin, oder wo macht ihr das? Plattische Stricken, wie du willst. Ja, genau. Ja. Einloggen. Nee, wie will das eigentlich für die Lü in der Region machen, aber natürlich auch für die Touristen, wenn sie Lust haben, dort zu gehen. Klar. Mhm. Und da kommt doch folgt nochmal Lü, die was mit dem Bus dann herbräucht und dann geht sie nach Jeringhafen hin, glaube ich. Mhm. Nicht? Und dann fährt sie so beiden lang das Moor und dann kommt sie dahin. Warum geht ihr nicht erst nach vorne denn? Warum will die das nicht? Da hätte ich nichts zu sagen. Das können Sie ja morgen. Sie können morgens losführen und dann können Sie nach vorne hingehen und dann können Sie dann zum Parkplatz gehen. Also da können wir ja nichts andauern. Ja. Habt ihr was besonders für mit den Stücken, mit den Themen von den Stücken, mit dem Stoff, den ihr da habt? Ist das man bloß die Stoff von den Lü, die ihr wohnt habt, die historischen Stücken oder kann doch was anderes werden?
Also Dangers, die Kulisse, diese Naturkulisse, die ist ja einmalig. Und ich bin der Meinung, da darf man auch nicht toe bone. Also da einfach hinbone, was da nicht hinpassen deit, das wäre einfach schau. Und ich bin der Meinung, also König Lear, mögt wir hier nicht unbedingt morgen. Das ist mein Meinung, ganz persönliche Meinung. Ich bin der Meinung, wenn wir all so eine Kulisse habt, dann ist das wichtig, auch ein bisschen zu kicken, was ist in der Vergangenheit hier wählen. Mhm. In Wien kennen wir so ein Thema, da haben wir also gedacht. Und ich bin auch der Meinung, dass das Stück gezielt für Dangers schreiben wird. Das ist gut. Die Schimmelrieder wäre nicht extra für Dangers gemorgt, aber das passt so wenig. Mhm. Ja, es geht um die Dick, nicht? Mhm, genau. Um das Wort, was da kommt. Mhm. Und ja, ich aber mein, sie könnt ja auch nicht, dass wir zu uns in Spessart dort in Dangers mocken. Nee. Ne, also, das also, gibt auch nicht so viele Stücke dort. Opa fahrt verköftig, weil er bayerisch hört. Also, das ist richtig, das ja. ist richtig. Aber hiermit mal wirklich bedenken, ja. dass das dort Buten hinpasst. Ja. Dann sind wir ein bisschen eng mit den Themen. Da wird allen dick in Welten, ein bisschen Wind mit der B. Nicht? Und der ist ja immer der B. Und die Fräsen mit dem dicken Kopf mit der B. Die Fräsen mit der auch B, ja. ja. Mhm. Wo geht das mit diesem Theater in Dangers? Wenn das so ist und wenn das also ein bisschen eng ist mit den Themen und wenn die all, immer wenn die was opfern wird, mit ihr ein neues Stück haben, dann wird ja direkt dafür schreiben. So einen Auftrag geben und dann schiffe ich was ab und dann war das morgt und in letzter Sekunde dann heavy das und dann geht das los. Nee, nicht in letzter Sekunde. Nee, ich hab da mal was gehört. Das stimmt nicht. Stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Dann ist das ja mal irgendwann zu Ende, dann hört das ja mal ab. Oder habt ihr da genug? Das glaube ich nicht. Wie heft jedes Mal einen anderen Regisseur, einen anderen Autoren hat. Da gibt es noch Fälle, die da so rumlopen dort. Ideen sind bestimmt auch ganz viel. Es ist so viel passiert in Friesland. So viel passiert in Friesland. Und Herr Buchmann ist auch noch dort, der hat auch noch gute Ideen. Da kriegt ihr wohl hin. Sieh mal, Hans-Georg, was ist das nächste Thema, was nächste Stück? Ja, ich kann ja wohl noch ein paar vertellen. Ja? Ja, ja. Hast du einen? Ja, ja, aber dann ist ein abendfüllendes Thema. Das will ich vernommen, ne? Wollt du nicht, ne? Der Lodermann. Ja. ja, dennoch vielen Dank. Ja, also wenn du das mit Gewalt wicken wolltest. Mit Gewalt ist nicht, aber ein kannst du mir ja mal aber vertellen. Aber ganz gern wicken. Ein Stück, was Herr Mann. Ja, ja, da sind die Engländer mal gekommen und die wollen die Burg Kniphusen, die Otto Vorwell würden, die besetzen. Und das wäre so eine Posse und da kommt man ein gutes Theaterstück von morgen, da können wir nochmal über schnacken. Mhm. Kiek an, da habe ich aber was. Ihr habt ja auch einen, der das schreiben kann. Nicht? Also, das ja, zeig ich auch. Die Ideen, die lobt nicht also, weg. Also, wir gehen lassen mit, wir haben immer was in Dangers. Genau. Und all viel für giftet war. Da kann ich nichts zu sagen. Okay. Gut. Ja, dann vielen Dank, das wäre sie, unsere Gudrun Oelchen-Hinrichs. Danke.